Das hier ist wohl der abgefahrenste Saugroboter, den ich je gesehen habe. Er erinnert schon fast etwas an Amazons Astro, der nie nach Europa gekommen ist. Denn über das große Display auf der Front bekommt der Seiko X1000 mit dieser Mimik ein Eigenleben. Ich meine, hey, wenn man diesen Roboter posiert, schaut er einfach traurig und erst wenn er wieder reinigen kann, schaut er wieder glücklich. Ja, und Leute, glaubt mir, ich habe schon viele Staubsaugerroboter getestet, aber bei noch keinem hatte ich so sehr das Gefühl, ein Haustier zu Hause zu haben, wie beim X1000. Im Endeffekt ist er aber alles andere als nur ein niedliches Haustier, denn dieses Kaliber ist für große Flächen gemacht. Mit 500 bis 1000 Quadratmetern kann er nämlich riesige Bereiche saugen. Und das ist dann jetzt tatsächlich der Moment, wo ich zum ersten Mal sagen muss, unsere Halle hier ist einfach zu klein für dieses Video, denn auf unserer Fläche von 300 Quadratmetern ist der Seiko einfach nicht an sein Limit gekommen. Nichtsdestotrotz ist er der erste Staubsaugerroboter, der es bei uns in der Halle geschafft hat, mit einer Akkuladung die gesamte Fläche zu saugen. Ja, und dabei hat der X1000 ein weiteres Display zum direkten Bedienen an Bord und auch noch viele weitere Besonderheiten, die ich so noch nie gesehen habe. Das alles ist der Grund dafür, warum der Seiko X1000 gerade in normalen Wohnungen absoluter Overkill ist und dementsprechend sein richtiges Potenzial erst im gewerblichen Umfeld ausspielt. Also eben auf großen Flächen wie Lagern in der Gastronomie oder in Hotels. Was für Kuriositäten, jetzt aber die Welt der High-Performance-Gewerbe-Staubsauger-Roboter auf Lager hat, schauen wir uns heute an. Also auf geht's! Um diese ganze Thematik jetzt besser zu verstehen, haben wir uns als erstes angeschaut, von wo dieser XXL-Sauger denn überhaupt seinen Weg zu den Kunden findet. Denn die Firma Robovox hier in Gelsenkirchen sorgt sich um alle Seiko-Saugroboter. Neben dem riesigen Lager einer eigenen Kommunikations- und Designabteilung wird hier aber auch repariert. Und ganz ehrlich, ich habe noch nie so viele Saugroboter auf einem Haufen gesehen. Der Herr der Roboter ist dabei Halil, denn er sorgt dafür, dass sämtliche Saugroboter wieder repariert werden und somit länger im Einsatz bleiben können. Aber auch den X1000 haben wir hier in Action gesehen und das in einem ganz anderen Umfeld als unserer wohnlichen Halle. Denn hier saugt der X1000 die gesamte Lagerhalle. Kein Scherz. Ich meine, schaut euch die Karte auf dem oberen Display an, da sieht man schon, wie groß diese Fläche hier ist. Und ja, das alles schafft er dort in Gelsenkirchen in einer Akkuladung, zumindest wenn man den Eco-Modus anhat. Und das ist schon ziemlich krass und zeigt irgendwo, dass der X1000 kein Haustier ist, sondern eher ein Arbeitstier. Und ich glaube, man merkt es, ich liebe einfach verrückte Technik. Deswegen geht ein großes Dankeschön raus an Robovox, denn durch deren Unterstützung und Gastfreundschaft ist dieses Video erst möglich geworden. Aber zurück in die Halle, denn hier zieht unser neues Haustier jetzt seine Bahn. Ja, und das funktioniert an sich tatsächlich recht ähnlich wie bei herkömmlichen Robotern. Denn es wird eine Karte erstellt, auf der sich der Roboter bewegt und so die Flächen gezielt reinigt. Man kann hier No-Go-Zonen erstellen und auch nur Teilbereiche reinigen lassen. Anders ist allerdings die Saugleistung, denn mit 20.000 Pascal hat der X1000 so viel Kraft, dass er sich auf der maximalen Stufe auf Böden auch einfach mal festsaugen kann. Tatsächlich passiert das aber nur auf maximaler Stufe und auch nur dann, wenn man das Saugmodul, das eigentlich für den Teppich gedacht ist, auf Hartböden verwendet. Denn hier wird die maximale Saugkraft direkt auf den Boden gerichtet, was bei Teppichen wirklich super viel Dreck aus den Tiefen der Teppichborsten herausholt. Durch die modulare Bauweise könnt ihr dabei das gesamte Saugmodul wechseln. Und so habt ihr entweder eine direkte Absaugung für Teppichböden, eine Bürste in Kombination mit einer Mikrofaserrolle für Hartböden oder auch zwei weiche Rollen für besonders empfindliche Böden. Ein weiterer Unterschied zu klassischen Robotern ist, dass es zwar eine App gibt, die aber nicht unbedingt benötigt wird, weil ihr eben alles auf dem integrierten Display steuern könnt. Das ist gerade in Firmen praktisch, weil so nicht jeder immer in dieser App registriert sein muss, sondern man direkt zum Roboter hingehen kann, um diesen zu steuern. Zur Erkennung seiner Umgebung hat der X1000 wohl alles an Sensoren verbaut, was man nur so verbauen kann. Wir haben den LiDAR-Sensor, ganze 7 Time-of-Flight-Sensoren, Ultraschall und einen Kreuzlinien-Laser. Ja, und zusammen mit der Kamera erkennt der Roboter so sein Umfeld. Das funktioniert an sich gut und der Roboter fährt Räume auch sehr strukturiert ab, aber es gibt doch noch Ecken, an die der X1000 stößt.
Bei uns war das zum Beispiel die Werkbank, denn dessen untere Ebene scheint auf einer ungünstigen Höhe zu liegen. Ja, und hier fährt der X1000 gerne mal gegen, was natürlich langfristig für Kratzer am Gehäuse sorgt. Und ich glaube, das ist auch irgendwo so im Vergleich zu den kompakteren Haushaltsrobotern der größte Nachteil. Denn mit etwa 37 cm ist der Seiko einfach sehr hoch, mal eben unter das Sofa fahren geht dann nicht. Dafür hat er seine Absaugstation aber immer mit dabei, denn mit 3 Litern Fassungsvermögen ist der Staubbehälter im X1000 größer als die meisten Absaugstationen. Dementsprechend schlank fällt auch seine Ladestation aus, denn hier wird ausschließlich geladen und über die abgespaceden Kontrastflächen über dem Dock findet er diese Station auch immer sehr zuverlässig. Das ist mir vor allem beim ersten Einrichten aufgefallen, denn normalerweise haben Roboter dann immer erstmal Schwierigkeiten, ihre Saugstation zu finden. Hier war es aber nicht so, der Seiko ist straight drauf losgefahren und hat sie direkt gefunden. Apropos Aufladen, der X1000 hat 2 riesige 112 Wattstunden Akkus verbaut, die man einfach austauschen kann. Zudem sorgt der riesige 3 Liter Staubbehälter dafür, dass man sich eben nur sporadisch um den Roboter kümmern muss. Ja, und in diesem Staubbehälter selbst ist dann noch ein Zyklon-Trenner verbaut und was so ein bisschen wie Star Wars klingt, ist im Endeffekt ein Mechanismus, der den Feinstaub in der Luft von den größeren Schmutzpartikeln trennen kann. Die größeren Schmutzpartikel kommen direkt in den Staubbehälter und die kleineren Feinstaubpartikel in der Luft werden nochmal durch einen HEPA-Filter gejagt, damit die Abluft, die aus dem Staubsauger wieder rauskommt, möglichst frei von Staub ist. Fazit. Und mal ganz ehrlich, der Seiko X1000 ist für die meisten da draußen absolut keine Kaufempfehlung, weil ihr für diesen Roboter einfach eine große Fläche braucht. Ihr braucht zumindest ein großes Haus, wenn nicht sogar eher eine große Gewerbefläche. Erst dann macht dieser Roboter so richtig Sinn. Ich fand es aber trotzdem sehr spannend, einen solchen Roboter bei uns in der Halle auszuprobieren. Denn auch wenn sein Einsatzzweck recht speziell ist, fühlt er sich durch die großen Augen einfach nicht so an, als wäre er nur ein kaltes Roboterwerkzeug. Und auch was Saugkraft und Modularität bei den Bürsten angeht, ist der X1000 auch wirklich sehr stark aufgestellt und das integrierte Display ist dabei nochmal ein i-Tüpfelchen. Trotzdem gehört zur Wahrheit aber auch dazu, dass es auf dem Markt von handelsüblichen Haushaltsrobotern eben auch Modelle wie zum Beispiel von Roborock oder auch von Seiko selbst gibt, die einfach mehr Funktionen an Bord haben. Denn mittlerweile können Roboter wie zum Beispiel auch der M1S von Seiko wischen, haben Saugstationen und können mit der kompakteren Bauweise eben auch unter Sofas fahren. Und das macht solche Roboter zusammen mit den niedrigeren Anschaffungspreisen natürlich für die deutlich bessere Wahl bei durchschnittlichen Wohnungen. Wer aber Wert auf eine lange Akkulaufzeit legt, keine Wischfunktion braucht und vor allem die kranke Saugleistung zu schätzen weiß, sollte sich den Seiko X1000 mal genauer anschauen. Denn auch wenn er mit einem Nettopreis von 2.999 Euro einen stolzen Preis hat, ist das im Vergleich zu anderen gewerblichen Saugrobotern immer noch verhältnismäßig preiswert. Aber was sagt ihr zum Seiko X1000? Hättet ihr für diesen Roboter einen Einsatzzweck? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns aber auch beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut und bis dahin. Ciao!